Ja, hallo. Links, rechts neben mir steht der Benjamin Trinkel. Mein Name ist Christian Schmidt. Wir haben sozusagen die Aufgabe gekriegt, einen Vortrag zu machen, Bootstrap UIKit im Vergleich. Also zum Spannung erhöhen ist falsch rum. Ist trotzdem gleicher Vortrag. Ja. Ja, wir haben uns im Endeffekt in München getroffen und haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wie können wir das Ganze dort vergleichen? Wo gibt es wirklich die Unterschiede? Und das haben wir versucht, mal jetzt irgendwie zusammenzupacken. Genau. Und verraten jetzt mal nicht so viel, aber wir gehen da jetzt mal so durch. Und wir hoffen, dass ihr viele Fragen habt. Ansonsten, ja, fangen wir genau mal an. Um so Verhältnis, Christian ist der UIKit-Fan, ich bin eher der die Bootstrap-Generation. Und natürlich, Bootstrap steht eigentlich für eine Sache, Bootstrap 4, Syndikats. Und ja, Bootstrap, wenn man irgendwas baut, irgendwas ein bisschen Style will, irgendwas boxen will, mit Farben machen will, nimmt man Cards. Und ja, das ist so ein Herausstellungsmerkmal. Haben wir gedacht, okay, ja, hat Bootstrap, hat UIKit auch. Heißt halt anders, heißt Panel. Und gesagt, okay. Dann haben wir gesagt, okay, was haben wir denn sonst noch anders? Ja, okay, Breadcrumb kennt auch jeder. Wie ist das, sage ich mal, dort gelöst? Sieht ganz gut aus. Ja, haben wir festgestellt, Bootstrap, eigentlich auch kein Unterschied. Naja, dann haben wir gesagt, okay, aber Bootstrap hat ja was ziemlich Cooles, das heißt Carousel. Da kann man sich sogar mit Joomla Overrides sehr einfach einen Slider zusammenbauen. Braucht man kein JavaScript, nix, und man hat einen Slider. Ja, UIKit auch. Relativ ähnlich, aber mit JavaScript gelöst. Auch in der neuen Variante immer noch. Und haben gesagt, okay, gehen wir weiter. Was haben wir denn noch so alles? Dann haben wir die Alerts im Endeffekt, die Statusmeldungen, die dort, sage ich mal, alle dort ja, aufgelistet sind. Und haben gesagt, okay, haben wir. Haben wir auch. Navbars. Haben wir auch. Jetzt natürlich die Frage, was gibt es denn Unterschiede? War das Riesenproblem. Also wir haben noch mehr durchgetestet. Wir sind eigentlich wirklich so alle in der Dokumentation, die groben Punkte eigentlich alle durchgegangen und haben eigentlich so festgestellt, ja, ein paar Unterschiede gibt es. Das haben sich schon sehr stark voneinander inspiriert, nennen wir mal vorsichtig. Aber der größte Unterschied ist eigentlich Grid. Ja, das Grid-System basiert, sage ich mal, bei den Systemen dann doch noch etwas anders. UIKit, sage ich mal, baut das im Endeffekt mit dieser Lösung auf, wo ich sage, okay, ich habe meine Breiten und gib an, okay, 1 von 2, also in dem Falle dann 50% Breite, oder wie man da jetzt rechts sieht, 1 von 3, um 33% irgendwie hinzukriegen. Da sage ich mal, so der Unterschied, wo die sagen, okay, wir bauen das anhand einer anderen Logik auf. Jetzt haben wir da noch ein Beispiel, um, sage ich mal, einfach diese Containerboxen, sage ich mal, dort hinzukriegen. Das macht Bootstrap etwas anders. Genau, Bootstrap gibt es eigentlich zwei Szenarien. Es gibt diese Standard-Grundeinstellung und da sagt Bootstrap, okay, wir haben 12 Spalten und ihr sagt uns einfach, wie viele Spalten ihr belegen wollt. Das fängt dann immer mit einem Call an. Wenn man sagt Call 12, dann wird die volle Breite genommen. Bei Call 6 wird die halbe Breite genommen, 4 ein Drittel und entsprechend baut man das auf. Und zusätzlich kann man auch dann auf verschiedene Mobile, Desktop, Tablet Auflösungen gehen, indem man hier unten sieht. Hat UIKit auch. Genau, hat UIKit auch. Kann man gehen. Besondere an Bootstrap ist in dem Fall, dass man nicht unbedingt an einem 12er Grid bleiben muss, sondern Bootstrap, wer kennt SAS nicht? Kann man kurz zwischenfragen. Die Technologie SAS. Also, falls sich jetzt jemand nicht getraut hat, zu strecken, SAS ist einfach eine Compiler-Sprache, um aus verschiedenen Befehlen CSS zu generieren. Ist so eine Obermenge von CSS und daraus bekommt man CSS. Und in SAS gibt es sogenannte Mixins, das sind auf PHP bezogen Funktionen.
Und es gibt Mixins für das Grid-System, was man mit Variablen befüllen kann, um völlig andere Grids zu bekommen. Geht wahrscheinlich bei UIKit auch. Ja. Aber da kann man sagen, okay, ich finde mal 12 gar nicht so cool. Ich hätte auch gern lieber irgendeine Primzahl, die nicht teilbar ist, dass ich nur entweder 1 oder kein Grid habe. Oder man kann damit irgendwas machen. Das heißt, ein sehr großer Unterschied ist das Angehen von dem Grid. Auch hier haben wir ein Beispiel. Bootstrap hat man die Basis 12 und teilt dann zwischen 1 bis 12 Elementen ein. Und UIKit, wie ich es verstanden habe, sagt dann sozusagen im Verhältnis, sagt 2/3, 1/3, 1/4. Und so weiter und so weiter. Da kann man sich ja auch noch selber definieren, wenn man das möchte. Ja, mit diesem 12er-Grid ist erstmal irgendwie vielleicht für den einen oder anderen unlogisch, warum 12 und nicht vielleicht 10, weil das irgendwie anders teilbar ist. Genau, es ist relativ einfach, weil 12 ist die erste Zahl, die schön teilbar ist. Halbieren, Viertel, Dritteln. Eigentlich Sechstel. Logisch, aber erstmal, hä, wieso 12? Genau. Ein zweiter Unterschied? Ja, im Endeffekt kann man heißen gewisse Sachen im UIKit anders, sind aber auch relativ ähnlich. Aber im Endeffekt ist UIKit etwas, wenn man es so ausdrücken will, etwas spezialisiert auf fertige Komplettlösung. Ich sage mal, so wie der Switcher jetzt hier dargestellt wird, oder auch nicht. Doch, ist ein Switcher, aber dann unten. Nee, das Bild war gerade weg. 5 Sekunden warten, kommt wieder. Okay. Hat UIKit einfach gewisse Sachen, wenn man so will, mehr vorbereitet. Genau. Bei Bootstrap zum Beispiel, um diesen Switcher, das würde dann sein, wenn man auf die nächsten Items klickt, dass sich der Text unten ändert, da müsste man dann zum Beispiel Navigation bauen mit der Collapse-Komponente und da muss man verschiedene Funktionalitäten von Bootstrap kombinieren, um das Gleiche zu erreichen, was in UIKit mit einer Klasse oder mit zwei Klassen erreichbar ist. Genau, in UIKit ist es in dem Sinne schon fertig. Genau. Was natürlich aber bei Bootstrap den Vorteil bringt, dass ich da recht schnell eine Funktion wieder rauswerfen kann und dazu packen kann, was dann bei UIKit vielleicht nicht ist. Und da kann man dann, je nachdem, ob man Flexibilität braucht oder ob man weniger Arbeit haben will. Ich sage mal, in UIKit kann man genauso gut natürlich alles miteinander kombinieren, genau. Gar keine Frage. Aber es sind etwas mehr Sachen, haben wir festgestellt, in UIKit vorbereiteter, ja. Wenn man das so will. Also vor allen Dingen eher so im stylischen Bereich. Genau. Und es gibt natürlich auch Komponenten, die sind nur in einer von beiden. Zum Beispiel Bootstrap hat eine sehr schicke Form-Validation, mit dem man je nach Status, ob es invalide ist oder valide, verschiedene Texte reinpacken kann, verschiedene Farben automatisiert sind. Das macht es da recht schön. Ja, das hat UIKit in der Form so nicht, genau. Aber etwas anders vielleicht gelöst. Genau, und dafür hat UIKit ein paar mehr optische Klassen, um im Endeffekt da einfach gewisse Animationseffekte hinzukriegen, die jetzt da anders sind. Und da gibt es sehr, sehr schöne Effekte, die da einfach fertig sind, wo ich einfach nur die Klasse nehmen muss, schmeiß die rein und es funktioniert. Das ist ja ziemlich schnell und einfach gemacht, also wieder in dem Falle etwas spezialisierter. Rein für die Animation, das sind jetzt nur so ein paar Beispielklassen, da gibt es noch ein paar mehr. Ja, Platz ging aus, deswegen. Ja, ja. Also gibt es noch viel, viel mehr Animationseffekte, basieren in dem Falle auf CSS3. Da ist relativ wenig JavaScript hinter, teilweise gar kein JavaScript, was natürlich auch vom Vorteil ist. Ansonsten hat UIKit noch, sage ich mal, wenn man es als Vorteil sehen will, Icons, die da mitgeliefert werden. Genau, das hat Bootstrap in alten Versionen gehabt, aber die hatten immer iCommun, glaube ich, und haben das aber dann dazu entschieden, keine mitzuliefern. Man kann dann eigene Iconsets dazu packen, aber muss natürlich dann manuellen Aufwand ein bisschen betreiben. Bei UIKit 2 war es noch Font Awesome, bei UIKit 3 sind die Icons jetzt von Usin in dem Falle selbst gestaltet worden und dort mit reingebaut und als SVG-Grafik im Endeffekt hinterlegt. Damit haben wir dann unter Umständen irgendwelches Lizenzgedöns vielleicht auch noch mit abgehakt. Und ja, gibt es genügend Icons, die da irgendwie drin sind, reicht aus.
sind alle mit eingebunden und ich kann sie wieder sofort nutzen. Ich kann ja auch sonst von Awesome oder iCommun auch zusätzlich einbauen. Das kann man genauso gut machen. Völlig egal. Diese Frage, kann man die auch wieder rauswerfen? Also wenn ich die nicht will? Ja, du kannst halt die Klassen rausschmeißen. Geht. Ob das jetzt Sinn macht? Ja, vielleicht aus Performance-Gründen die 0,0001 Ladezeit. Aber. Okay. Worauf Bootstrap stark Wert legt, ist Accessibility. Und sie behaupten von sich natürlich immer, man kommt natürlich auf den Content-Autor an, wie der Content pflegt, aber von Grund auf kann man damit WCAG 2.0, also AAA und AAA und Section 508 Accessibility umsetzen. Und die Dokumentation ist auch sehr stark auf Accessibility getrimmt. Das heißt, bei jeder Komponente gibt es dann einen Bereich, wo erklärt wird, was man tun muss, damit es barrierefrei ist. Ich ergänze mal weiter bei UIKit. Ich habe das auch geschaut, mich interessiert dafür, ob es UIKit macht. UIKit, also es gibt verschiedene Attribute, die Barrierefreiheit unterstützen, die im Hintergrund gesetzt werden, damit so ein Screenreader erkennt, es ist ein Modal erschienen oder es ist ein Pop-up erschienen. Und ich habe festgestellt, UIKit macht das auch, aber sie dokumentieren es recht rudimentär nächstes Mal. Ja, bis gar nicht. Ja. Es ist da, aber ja, die Dokumentation an der Stelle ist etwas wenig. Genau, und Bootstrap gibt halt alles mit, damit man es perfekt umsetzen kann. Bootstrap hat natürlich einen kleinen großen Nachteil. Aktuell Bootstrap 4 ist abhängig von jQuery. Gute Nachricht, Bootstrap 5 nicht mehr. Aber wann das kommt, ich habe gehört, mit Joomla 4 kommt's. Ja, Christiane, nee. Das war jetzt hier. Nee. Also gibt in Bootstrap 4 hat man noch jQuery dabei, was mittlerweile ja nicht mehr so state of the art ist, weil man da eigenes Framework, was immer gepasst werden muss. Und Vanilla JavaScript, also eigenes JavaScript, ist natürlich theoretisch, wenn man es richtig macht, schneller, weil es keine Bibliothek ist. Genau, und UIKit. Ja, UIKit hat das, sage ich mal, in ihrem eigenen JavaScript, sage ich mal, reingepackt und dementsprechend haben die da nur ihr Zeug, was sie halt da drin haben wollen und fertig. Es wird aber an manchen Stellen lustigerweise hier und da mal benötigt, habe ich festgestellt. Jedenfalls in der 2er-Version war das noch so, in der 3er-Version ist es mittlerweile eigentlich komplett raus. Also da haben die ihr eigenes JavaScript und fertig. Ja, in dem Fall eigentlich ein Vorteil. Parameteroptionen. Ja, mal immer. Ja, im Endeffekt die Parameter, im Endeffekt, um das JavaScript, sage ich mal, anzusteuern, ist ja beim UIKit teilweise in meinen Augen etwas schlecht dokumentiert, aber ich kann sie halt auch, sage ich mal, natürlich alle miteinander verknüpfen und ich kann natürlich Angaben machen, okay, was will ich denn da jetzt überhaupt machen? Aber es gibt einfach Sachen, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten, wie jetzt ehrlich gesagt im Bootstrap möglich sind. Da ist UIKit in dem Falle etwas hinterher. Man hat sich dort einfach gesagt, ich geb vieles mit. Also ich kann damit sehr, sehr viel machen. Also bis ich damit an die Grenzen komme, brauche ich da halt auch schon echt viel. Aber es gibt unter Umständen Situationen, die es da schon gab. Weiß ich, was war das, bei einer Tabelle im Endeffekt, ja, die über JavaScript im Endeffekt zu sortieren lassen oder solche Geschichten, geht irgendwie so in der Form partout mit UIKit ohne zusätzliche Geschichten gar nicht. Also ist nicht vorgesehen. Ja. Genau, und bei Bootstrap ist eigentlich, also wie man sieht, UIKit hat mehrere Möglichkeiten, Bootstrap ist eigentlich relativ einfach. Man gibt dem Element eine Klasse, Modal, und kann dann das Modal konfigurieren über diese Data-Parameter oder Data-Attribute. Kennt jemand diese Data-Attribute nicht oder hat es jemand noch nie gesehen? Okay, also es gibt ja zum Beispiel, wenn man einen Link reinbaut, hat man ein A-Tag und dann href. Und das href ist ein Attribut. Und die ganzen Optionen gibt man data minus und dann den, was geändert werden soll und dann den Wert dazu. Also recht einfach. Und bei Bootstrap ist auch sehr gut wieder dokumentiert. Da gibt es ganze Tabellen, wo man sagt, okay, willst du das anpassen, nimmst du dieses Attribut, packst es rein. Und zusätzlich kann man natürlich auch über die JavaScript-Funktionalitäten das konfigurieren, indem man JavaScripts aufruft, aber
In meiner Erfahrung meistens, wenn man es eh gerade schreibt, schreibt man es ans Element dran. Und dann wird es konfiguriert und passt sich an. Ja. Und wichtig ist natürlich auch die Zukunft. Ja, UI-Kit hat jetzt nicht so den Verbreitungsgrad. Genau. Aber es wird trotzdem sehr häufig verwendet und auch, ich sag mal, man muss dazu sagen, also die, die es nicht wissen, UI-Kit stammt im Endeffekt ja von USIM, die Jungs da aus Hamburg, haben sich das Ding da ausgedacht, haben das Ding gebaut und wird auch von anderen ja, Template-Schmieden verwendet und halt auch geforkt und bauen da ihre eigenen Templates da drauf. Also es, ob da jetzt die Verbreitungszahlen in der Form da so korrekt sind, wir haben das jetzt da mal rausgezogen, aber ob die anderen... Auch, du siehst das Verhältnis von, wird genutzt, du hast 50% Fork und bei Bootstrap hast du halt... Ja, aber ich denke so an Rocket Team und so, ja. Die sind da ja gar nicht gelistet, das heißt, die fallen da schon wieder in so eine Dunkelziffer rein. Aber es gibt halt viele, die basieren da drauf, aber genauso auch im Endeffekt viele, die basieren halt auf Bootstrap. Aber man sieht, klar, UI-Kit ist nur etwas weniger dran. Genau, Bootstrap ist aktuell, glaube ich, noch der Marktführer in CSS-Frameworks. Und ja, Zahlen sprechen für sich. Ja, Fazit war eigentlich, okay, wir haben uns eigentlich irgendwie gedacht, die Unterschiede sind weitaus größer, viel, viel größer, bin ich ehrlich gesagt von ausgegangen. Aber beide Frameworks haben sowohl in der Bootstrap 4 als auch UIKit 3 sich verdammt angenähert. Ich muss aber sagen, dass mir ein paar Sachen, sage ich mal ehrlich gesagt, im UIKit weitaus besser gefallen. Also optisch sind einige Sachen einfach fertiger gelöst, die ich einfach sofort hernehmen kann, einsetzen kann, ohne dass ich 1000 Sachen kombinieren muss, um das gleiche Ergebnis zu erreichen. Das finde ich schön. In meiner Augen hat es auch noch einen Vorteil, wenn man... Ja, da haben wir es doch. Ja, nee, haben wir nicht. Moment. Was ist denn? Die scheiß Klassen. So. und zwar die Klassenbezeichnung. Finde ich persönlich schöner. Es sind das... UK, was da vorne dran steht, steht für UI-Kit und hat in meinen Augen den Vorteil, dass es erstmal so schnell nicht mit anderen Klassen kollidieren könnte. Wenn jetzt jemand anderes da hat, eine Klasse verwendet schon, könnte ich damit unter Umständen in meinem Template ein Problem kriegen. Das kann ich damit etwas minimieren. Genau. Bedingt. Also. Was im Bootstrap unter Umständen eher ein Problem vielleicht erzeugen kann, aber das ist halt auch, hängt von vielen Abhängigkeiten ab. Aber ich finde es halt, es ist auch von der Übersicht in dem Falle, finde ich persönlich es schöner. Ja, finde ich tatsächlich auch schöner, aber es gibt tatsächlich vom Bootstrap-Entwickler, das wurde ja vom, ist ja aus Twitter-Mitarbeitern, von Twitter-Mitarbeitern entwickelt worden, gibt es eine klare Ansage, ich habe jetzt auch keine wirkliche Begründung dafür gefunden, aber die haben gesagt, wir machen keine Präfixe. Muss man aufpassen, wenn man dann irgendwie auch mit Joomla 3 zum Beispiel, ich nutze Joomla 3 mit Bootstrap 4, dann muss ich immer dafür sorgen, dass auf keinen Fall Bootstrap 2 irgendwie geladen wird und sich dann miteinander irgendwie aufhängt. Und dann bin ich jetzt bei meinem Fazit, also ja, ich bin im Prinzip über Joomla an Bootstrap gekommen, Bootstrap 2 noch, über Bootstrap 4. Für mich zum Beispiel macht diese 12er Quid kein Problem, weil ich natürlich damit aufgewachsen bin. Ich habe vor wenig Kontakt mit UIKit gehabt. Was ich sehr cool fand bei UIKit ist tatsächlich, dass ich fertige Lösungen nutzen könnte, wenn ich es nutzen wollen würde. Aber ich, als Programmierer bin ich natürlich ein großer Fan von Flexibilität. Das heißt, ich werde weiterhin bei Bootstrap bleiben. Besonders, wenn man in die Zukunft schaut, die Chance, dass Bootstrap überlebt, ist natürlich bei 100 Mal mehr User bedeutend größer. UIKit wird auch überleben. Ja, ich glaube, es ist irgendwann wirklich, also sie sind wirklich sehr, sehr aneinander im Endeffekt, diese Frameworks mittlerweile. Es ist wirklich fast, eigentlich, wenn man so will, Detailfragen, ja. Geschmacksfragen, wo man sagt, okay, mit was komme ich besser klar oder will ich besser klarkommen? Was macht mehr Sinn oder wo finde ich mich besser zurecht oder wo ist die Dokumentation besser geschrieben?
Da muss ich auch ehrlicherweise sagen, die Dokumentation bei Bootstrap ist weitaus besser geschrieben als wie bei UIKit. Bei UIKit fehlen mir ehrlich gesagt sehr, sehr viele Beispiele, wie man gewisse Sachen vielleicht hätte anders oder besser kombinieren können. Aber gut, wenn man UIKit kennt, hat man das irgendwann mal selber rausgefunden. Aber ansonsten ist, sie nehmen sich beide nicht wirklich viel. Genau, das war eigentlich die größte Überraschung. Es war echt eine Überraschung. Wir haben ehrlich gesagt wirklich damit gerechnet, die gehen jetzt total auseinander und wir bekriegen uns da bei Pizza und wie wir da zusammengesessen sind und wir, das ist besser und das ist besser. Und wir haben festgestellt, nee, das heißt da nur anders. Die sind mittlerweile sehr, sehr aneinander zusammengewachsen. Das ist echt schwierig zu sagen. Ja, ich werde bei UIKit bleiben. Ich finde es schöner, ich finde es von den Präfixen, wie gesagt, schöner. Es ist viel, viel schneller, da im Endeffekt irgendwas ranzupacken. Und wenn ich jetzt sage, ich mache da irgendwie meinen Custom noch irgendwie mit dran, ja, kann ich das viel, viel besser unterscheiden. Ansonsten, ja, unterstützen beide Less, SAS, all diese ganzen Technologien da schon mit drin. Von daher, genau, und alles eigentlich super. Ich bin da zwiegespalten. Also ich bin der Meinung, es sind halt CSS-Frameworks. CSS-Frameworks bedeutet, man braucht eine Funktion und bekommt 1 Million Funktionen geliefert, was der heutigen Zeit vielleicht nicht mehr ganz der coolste Weg ist, besonders wenn man auf Performance-Optimierung geht. Auch nutzen beide Flexbox, was zwar relativ nett ist, aber mittlerweile stoßen ja CSS3, Grid-Systeme und was weiß ich immer in den Markt rein. Kurzfristig will ich definitiv bei Bootstrap bleiben, weil die Unterschiede sind echt nicht so groß, als dass sich ein Wechsel lohnt, meiner Meinung nach. Aber langfristig, glaube ich, sollte man vielleicht eher dafür sorgen, dass man weg von diesen Frameworks kommt, hin zu wieder kleinen CSS-Dateien, schnelle CSS-Dateien, dass man genau nur das drin hat, was man braucht. Und auch wenn SAS wieder Overhead verursacht, mit SAS kann man halt echt viel Zeit sparen und muss nicht auf diese großen CSS-Frameworks zurückgreifen. Ich weiß nicht, hast du gerade die Grobzeilen im Kopf, wie viel Bootstrap hat? Zeilen nicht, aber ich glaube, es sind schon 100 Kilobyte, über 100 Kilobyte. Wenn es nicht komprimiert, dann 45. Also für... Okay, unkomprimiert dann, 145. Okay. Die Mini-Files und weiter. Ich habe jetzt das Video nochmal gelesen und da war nicht genau das, was ihr gerade angesprochen habt, Video geguckt. Und da war genau, was ihr gerade angesprochen habt, dass man quasi wieder weggeht von den Frameworks, weil halt eben von 10.000 Zeilen Code brauchst du vielleicht 5. Genau. Ich wollte gerade sagen, also es sind definitiv über 10.000 Zeilen CSS, die da irgendwo drin hängen, wo man sich hier und da wirklich die Frage stellen muss. Also bei UIKit sind es alleine, glaube ich, gefühlt 400-500, oder Barbara, sag mir was anderes, alleine für die Icons, die da geladen werden. Ja? Also klar, ne? Wie gesagt, 0,000 irgendwas Performance. Aber trotzdem, es sind halt irgendwie da mal so 500 Zeilen alleine nur mal für die Icons irgendwie da. Die Frage ist, brauche ich das, will ich das oder nutze ich doch irgendwie was völlig anderes oder was völlig Schlankes? Genau, oder es gibt die ganzen beiden Produkte, genau, beide Produkte sind auf GitHub. Da gibt es auch den Source-Code und ich weiß nicht, wie es bei UIKit ist, bei Bootstrap zumindest, da gibt es jede Komponente geteilt als eigene SAS-Datei. Das heißt, wenn ich sagen will, hey, ich brauche die Cards, finde ich gut, und das Grid-System, dann kann ich mir genau eine eigene CSS kompilieren, die nur diese zwei Sachen hat. Das ist so vielleicht ein Übergang, mal trotzdem noch ein Overhead, aber nicht mehr so groß. Das ist so dann, ja, dann kann man sich, müssen wir mal schauen, das haben wir gar nicht probiert, ob man UIKit irgendwie mit Bootstrap Element von da nehmen kann und Element von dort und vielleicht dann darf sich was Individuelles zusammenbasteln kann. Aber ich bin der Meinung, dass sozusagen für das, wo man relativ wenig Hintergrundwissen braucht, man nimmt es, es funktioniert, das ist ganz nett, wenn man zu faul ist oder vielleicht es gar nicht weiß. Also das soll jetzt nicht ist ausschließend, also nicht, man ist nicht faul, wenn man es nicht weiß, sondern oder wenn man sagt, hey, ich will es einfach nur nutzen und Performance ist nicht, ich bin jetzt nicht im High-Performance-Bereich unterwegs, das ist relativ nett, kann man, wird auch noch die nächsten Jahre sehr gut leben. Aber ich glaube, wenn man richtig, richtig, richtig professionell gehen will, sollte man da in die individuelle Linie gehen. Vorteil ist natürlich von beiden Systemen, man nimmt sie, schmeißt sie rein, genau. Läuft. Also das ist wirklich ein riesengroßer Vorteil. Es gibt auch viele Erweiterungen natürlich auch für Joomla, die natürlich stark auf Bootstrap zum Beispiel aufsetzen.
Es gibt aber genauso gut Erweiterungen, die halt sagen, okay, ich kann umschalten auf UI-Kit oder auf Gantry oder solche Geschichten halt auch, um das zu switchen. Es gibt Overrides. Ich kann es auch mit einem Override lösen, da habe ich das Thema sowieso erschlagen, gar keine Frage. Aber es gibt halt manche Erweiterungen, die haben halt einen Switcher, sage ich mal, drin, wo ich das halt machen kann, sodass halt meine Optik da passt. Ist auch ganz nett, ist aber auch wieder so ein Thema, ne? Wird natürlich auch ein unheimlicher Overhead da mitgeliefert. Teilweise werden sogar die eigenen Klassen da noch oder die eigenen CSS-Dateien da sogar noch geladen, was natürlich in meiner Meinung totaler Blödsinn ist. Aber ja, man hat es da, man kann es nutzen und ansonsten, wenn es halt nicht passt, mein Gott, klar, mache ich ein Template-Override und pack mein Zeug da rein und tue halt gegebenenfalls die Klassen so anpassen und tue da mein Grid reinbauen, wenn es mir nicht das entspricht, was ich gerne hätte, ja. Genau. So, ich war durch. Hast du noch? Habt ihr noch Fragen? Fragen? Ja, eine Anmerkung hätte ich vielleicht. Ja. Ja. Nee, ist nicht beschränkt. Du kannst es erweitern, hat er gesagt, ja? Genau. Du kannst jederzeit auf 24er System gehen. Ja, also ich habe es auch schon bei UIKit gemacht, dass ich Größen hinzugebaut habe, weil ich glaube, die kleinste Größe ist, glaube ich, bei UIKit 10% und ich wollte irgendwie nochmal drunter gehen auf 5% Breite und solche Geschichten. Das musst du dann halt selber reinbauen, aber das ist jetzt kein Hexenwerk. David? Jo, danke. Zu spät. Gute Anmerkung. Sonst irgendwelche Fragen, Wünsche, Anregungen? Meine Frage, wer nutzt denn UI-Kit? Wer nutzt Bootstrap? I guess. Ja. 45, 55, 55 für Bootstrap, würde ich sagen. Ungefähr die Verteilung, okay. Was werdet ihr jetzt danach einsetzen? Wer wird wechseln? Genau, Display Grid. Keine weiteren Fragen? Gut, dann noch ein Hinweis in eigener Sache. 19. Oktober, wer noch nicht markiert hat, jeder kann helfen. Geht auf die Webseite, da ist eine Karte drauf, gibt überall in Deutschland und in Ländern drumherum. Und wenn ihr irgendwo in Asien seid, in Amerika, gibt es auch Location. Könnt ihr alle mitmachen. Gibt kostenlos Pizza, gibt kostenlos Getränke und ihr müsst ein bisschen den Joomla helfen. Dürft. Genau. Sag doch vielleicht mal zwei Sätze, worum es da geht. Okay. Okay, genau. Joomla Pizza Bugs and Fun ist die Idee, die ganz absolute Grundidee war, dass wir ganz viele, Joomla hatte keine Bugs, aber undokumentierte Features hat, die nicht so gewollt waren. Und dafür gibt es dann Verbesserungen, die das Feature wieder noch besser machen. Und die müssen immer getestet werden zweimal, damit die auch in den Core rein dürfen. Und es gibt mehr Pull-Requests als Tester leider. Und da ist die Idee, dass man sich einmal so trifft, eine gute Zeit hat, einen Tag lang zusammensitzt und ja, Pull-Requests testet. Wir haben leider auch festgestellt, dass nicht jeder gerne Pull-Requests testen mag. Deswegen haben wir ein ganz breit gefächertes Angebot. Das heißt, jeder kann helfen. Wir haben Dokumentation machen, Sachen übersetzen, Sprachdateien, einfach nur Issues testen, ohne Code zu testen, wäre vielleicht noch besser ist, da kannst du sogar eigene Pull-Requests an einem Tag schreiben. Es gibt, ich weiß nicht, hunderte Aufgaben für jeden Level, für jeden Anwender, für jeden Entwickler. Und das Wichtigste ist, ihr müsst nicht mal Joomla installieren können, weil wir liefern euch euer Joomla direkt mit. Das heißt, ihr müsst nur einen Laptop mitbringen, gute Laune und zum Mittag gibt's dann, kriegt dann jeder Pizza und Freigetränke. Und ihr helft da Joomla 4. Genau. Also es basiert auf Joomla 4. Ihr werdet auch sehen, wie Joomla 4 weiterentwickelt wird. Und es soll ja recht zeitnah, ich möchte nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, recht zeitnah kommen. Und morgen, ne? Morgen. Sowas in der Art. Und ja, es sind halt noch irgendwie 400 offene Sachen, die einfach angeschaut werden müssen. Wir haben noch keine Dokumentation, keine wirkliche. Das heißt, da ist sehr viel zu tun. Und wäre super, wenn jeder kommen kann. Und es ist echt keine Grundvoraussetzung. Man braucht aus dem Laptop nichts mitbringen. Also ihr müsst den Laptop anschalten können. Das wäre... Ich wollte gerade sagen, es gibt da nämlich so eine schöne Patch-Tester-Komponente. Genau, die haben ja sogar weiterentwickelt, dass sie jetzt auch für Joomla 4 funktioniert. Also die ist super. Also da ist im Endeffekt in Joomla im Backend eine Komponente, wo man sich
schon fertige Patches im Endeffekt aktivieren kann im Live-System. Mit einem Knopf draufdrücken, fertig. Und man testet im Endeffekt durch, hat die Funktion jetzt, ist das Feature verbessert worden? Ja. Und wenn ja, mache ich mein Häkchen dahinter und kann bestätigen, ja, das passt jetzt alles. Und dann ist das dann dementsprechend in der nächsten Version dann hoffentlich drin, die dann der Harald freigeben darf. Also oder David. Oder David. Das ist auch mein Internet. Ah, du auch, ja. Genau. Also von daher gibt es unheimlich viele Locations. Wie viele Länder? 23, 24? Ja, sowas. Sowas in der Art machen da mittlerweile mit. Also kommt vorbei, helft. Umso schneller kommt Joomla 4. Genau. War noch eine Frage? Das ist eigentlich, ja, sonst rufst du auf. Ausrichten tun das die Joomla User Groups. Dort, wo es halt, sag ich mal, einfach stattfindet, die haben... So, aus welchem Kontinent kommst du denn? Europa, glaube ich, kommt ganz gut hin. Hast aber schön gebaut. Ja, genau, also wir haben hier Deutschland. Genau, haben wir viele Jukes, die da jetzt zum Beispiel mitmachen. Genau, also hier auch in der THM wird was stattfinden, Sauerland, München ist noch am Suchen. Wir haben noch keine Location. Karlsruhe wird noch dazukommen. Wir haben noch paar sind noch offen, also wir werden am Schluss wahrscheinlich so knapp 10 in Deutschland verteilt haben. Wenn es keine gibt, einfach selber eine Location machen. Ist kein Problem. Raum mit WLAN und ein bisschen Platz. Passt. Genau. Und es ist, macht echt Spaß. Ich glaube, hat noch keiner heulend uns verlassen, sondern. Ist jetzt, glaube ich, der vierte, ne? Genau. Vierte Pizzabox entfahren. Also. Helft mit. Ja, ansonsten. Dankeschön. Ja, sind wir durch.